Niklas, 6 Jahre behauptet, ich kann mit dem Bagger 6 Kugeln schneller aus einer Sandkiste in die andere befördern als Martin Gruber. Niklas und Martin müssen 6 im Sand liegende Kugeln, wir reden da hier von diesen roten Bowlingkugeln, die liegen da drüben in den Kisten, die gilt es mit dem Bagger rauszuheben und dann hier in das gegenüberliegende Zielfeld abzulegen. Sollte eine Kugel herunter oder aus dem Zielfeld herausfallen, dann gibt es da jeweils 30 Sekunden Zeitstrafe. Der Niklas beginnt, bei Gleichstand entscheidet die Zeit. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Martin, wir gucken uns das jetzt genau an, was er hier macht. Hat natürlich eine ausgefeilte Technik, stellt sich mittig zwischen die ersten beiden Kisten, geht rein, rüber, jetzt heißt es gut ausleben. So, haben wir wunderbar ausgeleert. Nächste. Zweite Kugel drin. Und wird abgelegt. Wir sind bei knapp 30 Sekunden. Der Bagger wird wieder vorwärts bewegt. Dabei muss man gut gucken, dass man ihn mittig zwischen den Kisten hält, damit das Timing nachher stimmt. In Perfektion, sauber aufgenommen. Und auch die dritte Kugel findet ihr Ziel. 50 Sekunden stehen auf der Uhr. Und Niklas beschäftigt sich mit der vierten. Wieder greift die Baggerschaufel kraftvoll in den Sand. Die Kugel ist drin und abgelegt. So, er macht sich bereit für die letzten beiden Kugeln. Kiste Nummer 5. Darf man natürlich nicht die Konzentration verlieren, übermütig werden. Aber es ist für ihn einfach ein Kinderspiel. Und eine Kugel haben wir noch. Dann stoppt die Uhr. In dem Moment, wo die letzte Kugel ins Ziel fällt, stoppen wir die Zeit, halten wir sie an und ausladen. Und... wow! Das waren... 1:35,4. Sensationelles Ergebnis. So, Martin, bist du bereit? Bin bereit. Auf geht's. Viel Glück. So. Zeit läuft. So. Oh, er holt natürlich jetzt die Kugeln auf der anderen Seite raus. Erstmal drückt er sie weiter rein. Oh, bockt den Bagger auf. So, da sollte auch noch eine Kugel mit drin sein. Auf jeden Fall hat er eine Menge Sand mitgenommen. So, jetzt heißt die Kugel natürlich auch, jawohl! Gut erledigt, diese Aufgabe. Ja, auch das passt. Kugel rüber. Ah, jetzt schon ein bisschen flacher, da wollte er keine Zeit verlieren. Gut gemacht, Vorsicht. Ja, da muss man natürlich viel koordinieren. Die Schaufel. Das Fahren. Ja, Kugel ist drin. Rüber. Ablegen. Sauber. Und wieder hoch und rüber. Weiter geht's. Kiste Nummer 4. Nick, das sieht nicht schlecht aus, oder? Muss man sagen. Macht einen ganz guten Job, ne? Komm, wir gehen mal ein Stück hier nach vorne. Da sehen wir ein bisschen was, was auch am Bildschirm passiert. Ah, so, vierte Kugel liegt. Das war knapp. Martin, jetzt musst du Gas geben, um noch einigermaßen in die Zeit zu kommen. Jetzt wird's spannend. Wir sind bei 1:25. So, der Herr Gruber haut rüber und, jetzt muss er aufpassen, dass die Kugel auch reinfällt. Ja, und eine hat er noch. Und komm, pack rein, Martin. Das geht komm, doch nicht. Martin, was ist los? Was mit dem Bagger los hier? Was mit dem Bagger los? Was mit deinem Bagger los? Was ist los? Fernbedient. Nicht den Bagger umschmeißen. Martin, nicht den Bagger umschmeißen. Okay. Nee, ich glaube, da ist keine Kugel drin. Doch, doch. Ich glaube, die liegt ganz vorne an der Wand. Oh, bei der letzten Kugel hat er sich verzockt. Na, jetzt habe ich sie. Jetzt hat er sie. Oh, es sah so gut aus bis zur fünften Kugel. Also, es wäre... das ist für dich eine große Freude, aber für Martin Gruber ärgerlich.
denn an der letzten Kugel, da hat er sich vertan. Erstmal den Bagger aus. Komm, wir gehen nach vorne, Nick. Ja? Hier raucht es. Ja? Es sah gut aus bis zum Schluss. Aber der Gewinner heißt Niklas Achauer. Super gemacht. Ja. Auf zur Family. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.